Mann, das Quick-Knusper-Frühstück macht die Milch jetzt noch schokoladiger. Das sieht man ja richtig. Was hält ihr denn davon, dass Nestle diese Selbstverpflichtung so unterläuft auf diese Art? Sie unterläuft sie nicht, sondern sie hält sie ein. Das ist doch keine Werbung, die damit unterlaufen wird. Also Nestle hat als eines der wenigen Unternehmen das unterzeichnet, das finde ich gut, und hält sie ein. Aber ja, natürlich ist es ein relevantes Thema, aber nicht heute. Ja, vielleicht sollten Sie die Antwort erst mal lesen. Heute geht es in keiner Weise um dieses Thema. Und wenn Sie die Antwort gelesen haben, dann werden Sie sehen, dass das alles in Ordnung ist. Foodwatch war übrigens eingeladen und hat es abgelehnt, nein, zu kommen. Nein. Doch. Ja, wir sind ja gerade dabei, uns auf das Symposium vorzubereiten, zu dem wir Sie ja auch eingeladen haben. Ich wollte auch kommen, ich durfte nicht. Ihr Büro hat mir gesagt, es ist nicht möglich. Vielleicht ist das missverständlich. Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie gerne mitdiskutieren. Gibt es die Möglichkeit, auch über das Thema Kinderlebensmittel zu sprechen, auch auf dem Podium? Also ich glaube, es wäre fair jetzt auch gegenüber den Teilnehmern, jetzt sich erstmal auf die Themen zu konzentrieren, auf die sich alle vorbereitet haben. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich ganz positiv finde, dass Sie sagen, Nestle beim Wort nehmen und die Industrie insgesamt beim Wort nehmen. Das ist genau der richtige Ansatz. Wir wollen ja auch in einen Dialog treten, um Gemeinsamkeiten zu entdecken heute. Wenn ein Unternehmen einen Vorschlag unterbreitet oder ein Ziel angibt, dann müssen diese Ziele auch realisiert werden. Ich glaube, wir kommen mit diesen Selbstverpflichtungen nicht weiter. Wir haben sie bezogen auf Werbung, wir haben sie in einzelnen von unterschiedlichen Branchen, und von daher plädiere ich ganz stark dafür zu gucken, wo muss die Politik Grenzen setzen, so jetzt bezogen auf Kinderlebensmittel, was muss man regulieren. Ich finde es toll, wenn Unternehmen spenden, das können sie auch weiterhin, aber eben nicht mit Werbung an den Schulen auftreten, und dazu gehört natürlich auch versteckte Werbung über Lese-Lernprogramme oder sowas dazu. Ich hoffe, dass diejenigen, die bei Nestle Verantwortung tragen, da heute auf dem Podium auch was dazu zu sagen haben. Wir wollen ja nicht in Konfrontation treten. Sie moderieren die Veranstaltung, ja, vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, ein paar kritische Fragen zu stellen. Warum hält sich Nestle nach wie vor nicht an die eigenen Versprechungen? Ich würde schon einen offenen Brief an Nestle mitgeben. Man hält sich nämlich auch nicht an die Selbstverpflichtung, die beim Thema Kindermarketing unterläuft, das ständig. Kann der Handel denn nicht die Unternehmen wie Nestle dabei unterstützen, Kinder tatsächlich besser vor Junkfood-Marketing zu schützen? Ja, das machen wir ja zum Teil, aber das ist nicht konsequent in allen Läden so durchzusetzen, oder es wird nicht immer von allen Händlern gemacht. Okay, ich bin Koch, ich brauche Naturprodukte und habe mit der Industrie eigentlich wenig zu tun. Ich mache auch keine Werbung für Industrieprodukte. Und jetzt mit dem Thema zu viel Zucker in Produkten wird möglicherweise auch dazu führen, dass die Industrie A, möglicherweise weniger Werbung macht, und B, auch demnächst sagen wird, es ist in der Tat zu viel Zucker, ich mache weniger rein. Wenn wir das schaffen, wenn Sie das schaffen, dann sind wir ein Stück weiter gekommen. Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie gerne mitdiskutieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ich wollte auch an dem Workshop teilnehmen, an dem auch der Nestle-Chef teilgenommen hat. Der Pressesprecher von Nestle hat mir dann leider gesagt, dass der Workshop voll ist. Wir wollen ja nicht in Konfrontation treten. Es ist auf dieser Veranstaltung sehr viel über Dialog gesprochen worden und darüber, wie man Vertrauen zurückgewinnen kann. Letztendlich ist die allermeiste Zeit aber über Ernährung als Schulfach geredet worden und über die Verantwortung der Eltern. Und da sieht man wieder ganz klar, dass die Industrie hier wieder die Verantwortung abschiebt an die Schulen, an die Eltern. Und worüber sie in den allermeisten Fällen nicht so gerne reden will, ist ihre eigene Verantwortung. Kinderlebensmittel, Kindermarketing, unsere Vorwürfe waren Thema auf dem Forum. Herr Bersenbrücke, der Nestle-Chef, hat noch bevor es losging, sich zu unseren Vorwürfen zum offenen Brief geäußert vor dem versammelten Publikum, hat dort auch angekündigt, mit uns zu sprechen. Das hat er mir auch nach der Veranstaltung nochmal zugesichert, dass wir nochmal sprechen werden, dass er sich die Vorwürfe auch ganz genau anguckt. Und da werden wir natürlich dranbleiben, das verfolgen und auch darüber berichten.